What happened? I think I went to sleep for a minute. Where are we? Izzer, are you here? Ja. If you're here, show me a sign. Okay, ein Zeichen. Ich klopf. I'm not alone. Why on earth did you touch the bug? I warned you about it. Look where that got us somewhere. I don't know where. This place is very strange. What is it? Some kind of television? Maybe we should not touch it. Okay. Wir sind in Kapitel 2 angelangt. Wir können drehen. It looks like the screen doesn't have a video signal. Okay. Oh, it's probably not plugged in right. What? You plugged in the video input? Oh, you just couldn't help yourself, could you? Okay, was bedeutet das hier? Wahrscheinlich noch nix. Whoa, that doesn't look very sturdy. Can't you see you're making things worse? Don't touch the crack! Oha, wo sind wir jetzt? Dave Tentacle? Don't tell me you've broken another coffee cup, Watson. Watson? You called, Holmes? Holmes? Is it me, or is there an echo all of a sudden? Watson, did you hear that? Affirmative. There was nothing human about that scream. It seems to be coming from our dear neighbor Wilhelm's home. Let's go take a look, shall we? All of this is most exciting. What on earth is going on? Hey, those look like interaction icons. I think we're in a game. Oh, goodness, we can't stay here. Do the icons in the game work? No? Oh, that can only mean one thing. We're trapped in this world, just like these fictional characters. A world where it's impossible to tell what's real and what's an illusion. User, we've probably entered a different video game dimension. Do something, anything. It's what you do best. Okay, dann klicken wir einfach mal rum. Find a way out, please. We should not be here. Okay, wir haben eine Glasscherbe. Können wir irgendwas? We must avoid running into those characters again at all costs. What have you done now? Did you take off one of the game's icons, or the one with the bent corner? And just what do you plan to do with that fist? Ich weiß nicht. Können wir hier auch was machen? Nee. Okay, gucken wir erstmal hier. And there we go. Let's just tear everything down. Ja, and what mein are Gott. You going to do with that stamp anyway? Put it on an email? Wir gucken halt, was wir machen können hier. Mach mal hier nicht so einen Aufriss, Mister. Okay. Da können wir anscheinend nichts machen. Dann müssen wir wohl hier was machen. Ach, guck mal. That's disgusting. Wir schlecken mal ein bisschen hier rum. Okay. Oh. When I asked you to find a way out, I was talking about this dimension. Not the room! Okay, warte mal. There's something written on this strange hatch. Unfortunately, it's too small to read. Okay. Lupe? Auge? Nee, geht nix. Characters, quiet! Mr. Wilhelm, open the door. It's your neighbor, Sherlock Holmes. It will never work, Holmes. What we need is a key.
key. A key to open a door? You disappoint me, my dear friend. Be more creative. Make more daring associations. And think in four dimensions. You mean like you're doing now? Okay, vierdimensional sollen wir denken. Don't make a sound, user. Why? Was liegt denn hier? Da liegt doch was. Not a sound. What was that sound? A lost penny. Huh. It's my lucky day. Your lucky evening, my friend. Okay, wir haben einen Penny. Nice. Noch einer? Nee. Another penny. I'm going to be rich. You'll finally be able to pay your share of the rent. Okay, es bleibt anscheinend bei einem Penny. Das war das Fenster, wo wir rausgekommen sind, ne? Was haben wir da? Den Mond? Irgendwas hier machen? Don't make a sound, user. Ja, ja, ich hab schon kapiert. Dass wir keine Geräusche machen sollen. Not a sound. Können wir vielleicht gegen den Mond boxen? Nee. Vielleicht an die Tür klopfen? Nö. Another? There must be a leak. I hope you're not speaking of yourself, my dear friend. Okay. Also wir können den Fernseher immer noch drehen. Wie komme ich denn an diesen Penny dran, dass der hier unten im Menü landet? Weil mit dem könnten wir die Schrauben hinten aufdrehen, ne? Das ist ja der uralte Trick. Mit einer Münze die Schrauben aufdrehen. Den kennen wir schon aus Edna bricht aus. Okay, jetzt muss ich nur überlegen, wie ich an diesen Penny komme. Kann ich irgendwas machen, solange er hier sich bewegt? I'm getting a feeling of déjà vu. Nee. Mich an den Penny dran. Kann ich hier wieder rein? Kann ich hier vielleicht irgendwas machen? Können wir ihn hauen? Nee. Können wir ihn hauen? Nein. Können wir noch irgendwas anderes hauen? Also der Mond. Ja, ist ja gut. Ich bin noch ganz leise. Not a sound. Okay. Wir können hier auch die Lupe nicht benutzen, ne? Können hier sonst nichts machen. Den Penny nicht. Leave that coin on the folded inventory paper. Ach, warte mal, vielleicht muss man das Papier wegnehmen. Ach, okay. Okay, okay. Probieren wir es. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das eine Zeit lang da oben blinkt. Nee. Geht auch nicht. Können wir das vielleicht zerschneiden mit der Scherbe?
Aber das... Leave that coin on the folded inventory paper. Ja, okay. Okay. User, stop cheating, for goodness sake! Ja, 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 sehr gut. I have the impression that there is whispering going on around us. A sort of voice with a Russian accent. But I'm not! There, did Russian. You hear it? The only thing I heard is the gentle rustling of the wind. With a Russian accent. Okay, jetzt probieren wir das mal mit dem Penny. Naja, das wusste ich doch. You certainly have a thing for tinkering. Hast du mir doch gedacht, dass das so geht. That's not a good idea, user. No! Okay, was haben wir denn da schon? Secrets? It looks like the set of the game, but seen from the other side. Ja, das ist die Tür. Okay, I know what you're going to do. Don't you dare go help them out. User, you're really irritating. Aha! My Bartitsu techniques have gotten the better of this door. Come, Watson, let's go inside. Don't go with them! Okay, gucken wir uns erstmal an, ob wir hier noch irgendwas machen können. Okay. Okay, für was könnten wir noch den Penny benutzen? Können wir irgendwas aufrubbeln? Also, wir machen erstmal die Marke hier. Nee, geht nicht. Hö. Geht es nicht mehr jetzt drauf? Okay, alles klar. Dann war das wohl falsch. Können wir denn hier noch irgendwas machen? Irgendwas zerstören? Da oben ist doch was. Da wackelt doch irgendwas. Hier, da oben, das wackelt doch. Irgendwas muss doch da gehen. Da geht doch irgendwas, bin ich mir sicher. Was passiert denn, wenn ich das hier mache? Nichts passiert. Hier was passiert. Auch nicht, ne? Können wir noch irgendwas hier mitmachen? Vielleicht da drin noch irgendwas mit der Lupe? Oh. Mr. Wilhelm, are you there? It's far too dark in here. I can't be expected to walk around in the dark, Sherlock. So try to find us some light, Watson. Okay, suchen wir Licht. These characters are trapped in the dark. Ja. We're lucky. Let's cross our fingers and hope that they can find the light. Correction. Let's cross our fingers and hope that you can find the light. Ich finde ein Licht. Irgendwo ist eins. Ein Lichtschalter. Bin ich mir sicher. Können wir irgendwo drauf hauen? Was mit der Marke machen. Außer abschlecken.
Wie kriegen wir Licht an? Muss ich irgendwas hier am Fernseher machen? Ach, guck mal da. Perspektive geändert. Na, danke schön. Okay, dann hauen wir da mal drauf. Nee, tut sich nichts. Penny? Nein. Machen wir jetzt halt mal random. Ah ja. Ah, ach so, Zahnrad. With a stamp. How logical. Wie doof. Just in case, I hope it's not connected to a light source. Okay. Warte mal, gehen wir mal hier raus. No, 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 no. Where is the fake moon going? I hope it's not. Okay, das war jetzt der Mond. Halt. Jetzt ist er weg, der Mond. Okay. Wo ist er hin? Huh. Oh, I knew it. Well done, Watson. We can finally see better. I get the feeling that Mr. Wilhelm is redecorating. I don't recall him having a view of the moon. This place scares the living daylights out of me. Mr. Wilhelm, are you dead? Holmes, he's floating. Watson, what has he got on his face? Mr. Glitch, oh no. It looks like some sort of relatively thick monochromatic parasite. And it's serious? You're a disgrace to the medical profession. Let me take a closer look at it. I, for one, would rather keep my distance from that thing. Okay. Hier haben wir den Glitch. Poor soul. It looks painful. Is it just me or did the red letter move? Can't stand hearing him scream. Finish him with your bossitsu, Holmes. It's unbearable. Okay. How dare you steal from Mr. Wilhelm's scream? Put that edge back. Nö. Mach ich nicht. You have no business with this letter edge. Why not? No more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. What was that sound like a ringing bell? I think it came from this odd device. Oh yes, Mr. Wilhelm told me about it. It's a prototype of Antonio Mucci's telephone. It allows you to communicate with another person from a distance instantly. I say, and how many of them exist? This is the only one of its kind. So it's useless. It's useless. User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Okay, da geht der Mond nur wieder zurück. Das bringt mir ja gar nichts, oder? Bringt mir das was? Hier könnte man noch die Münze benutzen. Was passiert dann? Was ist jetzt hier runtergefallen? No more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. User, I think you've lost an eye. I'm going to be sick. No, I can't. I'm a program. Okay. Jetzt haben wir das Auge. Also ich glaube, das Ziel ist die Lupe, damit wir das hier drauf lesen können. Denke ich mir mal. User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Was sollen wir aber jetzt mit dem Auge machen?
was mit dem Auge machen? Das Haar können wir auch nicht benutzen, ne? User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Tja. In the room where we started in. Was ist das hier? Was kombinieren können wir auch nicht, ne? Können wir sonst noch irgendwo hin? Aber wenn wir hier jetzt den PC drehen. Ach, guck mal hier. If you were thinking about moving that fake wall, forget about it. The marks on the ground show that a piece of Riley's missing. Or a letter of the alphabet. Ja, hier, das H. Ich sehe es. My money is on the piece of rail. Ich sehe es. Hier. Haha. Wait. Did you just use a letter from an onomatopoeia to fix a rail? But that doesn't make any sense. You might as well use, I don't know, a monkey to work an hydraulic pump. It's dumb. But what really gets me is that it works. Hey, a big red ball, like a juicy cherry. Okay, wir brauchen eine bestimmte Farbe anscheinend. Gelb, rot. Gelb und rot geht hier. Gucken wir mal, ob noch ein bisschen was geht hier. Geht noch was mit Penny? Drehen wir einfach mal nochmal den... Hier war auch nichts mehr, ne? Naja, gehen wir hier nochmal rein. Drehen wir nochmal. Hier ist aber auch nichts. With everything you come across, somebody will notice us. Anyway, it's just pixel porridge, and I don't have a magnifying glass on me. Tja. Also irgendwas muss man doch hier noch machen können. Ach Gott, ich bin so doof. Alles klar. Alles klar. Okay, dann haben wir noch Lila. Okay. Und irgendwas ist noch runtergefallen, ne? You die just Lupe. Swiped their mining fine glass. The feast wasn't enough for you. I just hope they won't figure it out. Developers only. One more rule you're going to be able to break. Okay, was ist das? Ist das ein Knopf? Wir müssen das hier noch irgendwie dann wegbekommen. Nur wie? I told you I had my magnifying glass in my hand, Watson. And it suddenly disappeared. There you go. They figured it out. That voice. It's the ghost, Holmes. The Russian ghost. But I'm not Russian. Mr. Wilhelm, you never told us you were such a talented ventriloquist. He's not the one speaking. I am. My name is Game. I'm a computer program. I'm with a user. A human. And we are trying everything we can to get home. Do you know how we can exit your game? Game? What game? Your game. You are aware that the world you're in isn't real, don't you? You don't know that you're in a video game, is that it?
I'd rather look for my magnifying glass than continue listening to your mad jabbering, Mr. Wilhelm. But he's not the one... User, I think we're going to need Mr. Glitch's help. If he brought us into this dimension, he will probably be able to get us out of here. What's a video game? There's got to be a way to get it off. Maybe some kind of ritual. Okay. Unless, of course, you've got the number for the fire department. Okay, fire department anrufen. Nice zoom in, user. I knew that mining fine glass was a good idea. Mm-hmm. Well, this telephone chair is strange. It's like a mist puzzle. Okay, Moment mal. Wir hatten doch hier die Telefonnummer. 555-2368. 555-2368. Who are you going to call with this thing? We don't know anyone here. And he said it's the only one of its kind. Muss man hier drehen oder wie? Ach so, das ist ja wirklich wie uralt her. Wie in den 80er, 90ern her. Geil. 2, 3, 6, 8. It works. There's a connection. That's strange. The teletrophone is making that odd noise again. Someone seems to be trying to communicate with us. It's the video ghost, Holmes. Come on, Watson, pull yourself together. It's probably Mr. Mucci who made a second one and is testing it. Mr. Sherlock Holmes speaking. A disenchantment ritual? You'll have to find another dupe, madam. Goodbye. Was it a video game? No, a telephone scam. User, this Sherlock Holmes fellow is not very cooperative. Okay, haben wir noch eine Telefonnummer? Haben wir hier ein Telefon irgendwie drauf? Nee. Hm. Das sind ja auch immer nur drei Zahlen hier, ne? War hier noch irgendein Hinweis? Moment, ich wollte nicht raus. Sehen wir irgendwo noch Zahlen? Das war nur... Das hier war auch nichts. Und hier war auch nichts mehr, ne? Hm. Hier sehe ich jetzt auch nichts. Okay, drehen wir uns hier nochmal um. Ich mach mal den Mond nochmal weg. You just plunged our friends in darkness, user. That's not very nice. Naja, ich will ja nochmal gucken hier. Ach, jetzt ist es einfach nur dunkel. Over in this corner. I say, there's a bit of light over by the entrance. I may have lost my magnifying glass here. Well done, user. That character isn't by the communication device anymore. Okay, sein magnified glass hat er verloren. Okay. Good. We might finally be able to use this teletrophone in peace. Ach, es ist scheiße, dass es immer nach draußen geht dann. Was ist denn das da eigentlich? Können wir auch das einmal drehen? Das sieht doch hier so komisch aus. Der Mantel hängt nach oben. Und die Palme ist auch verkehrt rum. Okay, ich habe aber sonst keine andere Nummer. Welche Nummer soll ich denn noch benutzen? Verstehe ich nicht so ganz. Liegt hier noch was auf dem Boden? Nö.
Okay, ich gehe nochmal zu diesem Wagen hier. Können wir hier noch was machen? Das wird nur wieder so blau. Okay, blau. Ich bin ein bisschen verwirrt, bitte. Also, was wir mit diesem Bällchen da machen sollen, das weiß ich auch noch nicht so ganz. Und irgendjemand müssen wir auf jeden Fall noch anrufen. Aber wen? Ist hier noch irgendwas, das wir angucken können? Können wir da einen Penny reinstecken? Nee. Dammit, was muss ich machen hier? Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, wie nochmal da anzurufen. Ich habe keine Ahnung. 5, 5, 5, 2, 3, 6, 8. I think you're going to have to answer, Mr. Watson. Holmes, the Russian video game is speaking to me. Pick up the phone, dammit! Very well. Are you a video game too? Yes? Three steps for a successful disenchantment? I'm listening. Ah, that's what we're interested in. There must be a full moon. As luck would have it, it's not the case. Cover the victim with snow? It's the middle of May. Then gently place a large cherry on top. Is this a ritual or a cake recipe? So, let me summarize. Full moon, snow, big cherry. Thank you, madam. We are screwed. Full moon, snow, big cherry. Okay, big cherry könnte ich mir vorstellen, ein roter Ball. Aber was ist denn snow? Was können wir denn schneien lassen? Are you trying to make a phone call? You can see that it's much too small. Ich ruf nochmal an. Just pixel porridge. If only we had something we could use to zoom in. Mr. Watson, could you have Miss Voodoo repeat it? Good evening, madam. Could you please repeat everything that's needed for the ritual? On the night of the full moon. Cover the victim with snow and add a big cherry. Thank you very much, madam. So, we're missing a full moon and snow, as well as the big cherry. Okay, ich raff's gerade irgendwie nicht, aber naja. Also Vollmond brauchen wir, ja. Eine Kirsche. Ja gut, eine Kirsche können wir. These cans of paint make me think of the three primary colors. So. Red, blue and yellow. Except we're inside a cathode ray screen with a video signal, which is a mix of red, blue and green. Without a paintbrush, there's no point anyways. Why am I talking about mixing colors? Completely in the dark. I'm terrified. Yes, excellent. If you see my magnifying glass, let me know. I hate you. Ach, hä? Das haben wir doch schon weggemacht. And the award for Unscrewer of the Year goes to...
Thank you. I thank my mother and my father and my boyfriend. Thank you, thank you. I love you all. Okay. Okay, okay, jetzt haben wir hier die Zunge. Jetzt haben wir hier die Zunge. Okay, jetzt machen wir mal wieder hier den Mond zurück. Mond zurück. Okay. Also wir können Watson abschlecken. Was auch immer das bedeutet. First, we need to pile the snow on him. Okay, wie kriegen wir hier Schnee hin? Wie zum Geier? Es ist schon ganz schön tricky. Der Anfang war ja noch irgendwie easy, aber jetzt ist schon ein bisschen. Können wir hier was machen? Nö. Okay. Ich will halt auch nicht auf Help drücken, ne? Das ist so lame dann. Das mag ich nicht. Können wir uns hier noch irgendwas bewegen? Vielleicht mit der Lupe noch was machen. Hier können wir auch nichts machen, ne? Wie kriege ich diese Luke auf? Können wir auch nichts machen. Blaue Zunge? Ah, muss die Zunge vielleicht... Warte mal, muss die Zunge vielleicht rot sein? Und vielleicht die Kugel blau? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich probiere es einfach. Are you trying to paint the moon yellow? It'd be easier if you had a paintbrush that was the right color. Okay, okay. Okay, warte mal. Ist das jetzt blau? Ist doch kein Blau, oder? Okay, also ich glaube, das stimmt. Da habe ich jetzt einen Erfolg freigeschalten. Jetzt muss ich nur noch hier irgendwie... den Schnee hinkriegen. Aber wie kriege ich denn hier Schnee hin? Schnee und eine Kirsche. Also die Kirsche muss das runde Ding sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Das kann nur das sein. Ja, Kirsche ist rot. So, rote Kirsche. Schnee. Schnee ist ja weiß. Wie kriege ich weißer Schnee hin? Ach, warte mal. Hallo, willkommen im Schnee. Hm? Richtig?
Warte mal. Warte mal, dann muss ich vielleicht in den Bildschirm hier rein. So. First, we need to pile the snow on him. Okay, okay. Snow. Okay. Hier ist der Schnee. Ist doch Schnee. Ich raff's nicht. Ich raff es nicht. Soll ich nochmal anrufen? Das ist echt komisch. 5, 5, 5, 2, 3, 6, 8. Ach, shit. Ich hab mich verklickt. 5, 5, 5, 5, 2, 3, 6, 8. Mr. Watson, could you have Miss Voodoo repeat it? Good evening, madam. Could you please repeat everything that's needed for the ritual? On the night of the full moon, Hunger. Cover the victim with snow and add a big cherry. Thank you very much, madam. Ach so, wir müssen ihn mit Schnee bedecken. And snow, as well as the big cherry. Kriegen wir den Schnee hin, Herr? First, we need to pile the snow on him. Müssen wir vielleicht ihn auch blau anmalen? Aber das wäre ja irgendwie doof, oder? Ich probier's. Ich find's so irgendwie komisch, aber na gut. Nee, da tut sich nichts. Okay. Ach, warte mal, vielleicht muss der Vollmond hier oben sein. Okay, aber dann muss es ja trotzdem irgendwie schneien. Hm. Okay, also wir haben den Vollmond. Wir wissen, wie wir Schnee machen, nämlich indem wir den Stecker rausziehen aus dem Fernseher. Wir brauchen auch dann auch noch eine Kirsche, ne? Eine Kirsche. Also ich glaube nicht, dass es das hier ist. Wir gucken uns nochmal die Luke hier an. Developers only. One more rule you're going to be able to break. Okay. Echt jetzt? War es so einfach? Ich habe doch schon mal den Knopf gedrückt. Did the game crash? I think I know where we are. It's a dictionary. This is where all the things that are used in the game are stored. A kind of hidden library. Ja. Und wir sehen hier Symbole, die auf diesem einen Rad am Fernseher kleben. Ich schreibe mir das mal so ein bisschen auf. Wo ungefähr die Positionen von den Sachen sind. Ich weiß nicht, ob es wirklich wichtig ist, aber was sind das da unten? Ein Squishy. Ein Squishy, bitte! Und da unten, was ist das?
Eine Vase oder was ist das? Unten rechts. Also auf jeden Fall noch ein Magnet. Und es dreht sich. Es ist eine Flasche. Okay. Eine Flasche. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nö. Eine Map, ein Eis, ein Arcade. Also ich denke, dass es ein Arcade-Automat ist. Sieht für mich so aus. Badewanne. Kassette, Magnet, Flasche, Squishy. Okay, na gut. Müssen wir hier jetzt irgendwas nehmen? Können wir das Eis essen? Nee. Okay, können wir irgendwas hauen? Können wir was mit dem Penny machen? Nein, da wollte ich nicht hin. Können wir vielleicht mit der Lupe? Okay, können wir irgendwas hier machen? Irgendetwas. Ach. Ice cream. Maybe it can be used as snow. After all, it's just water in a solid state. But how can we get it? Ach so. Das ist dann das der Schnee? Okay, ich habe das anders da gedacht. Okay, hier wird jetzt noch ein Gebiss und ein Stuhl und ein Buch rum. Und das hier, was auch immer das ist. Okay, dann nehmen wir das mal. Well done, Jim. All that's left is the cone. How can we fill it up with snow again? All we've got on hand is a game and a TV. Sure. Gehen wir da mal rein. I'm completely in the dark. Achso, wir brauchen Lichter. I'm terrified. Yes, excellent. If you see my magnifying glass, let me know. I hate you. Falscher Bildschirm. Okay, jetzt probieren wir das mal. Ich weiß überhaupt nicht, wie das gehen soll, aber... Okay, jetzt machen wir mal den Stecker raus. Stecker raus. No, Travis, no. I'm impressed, user. Ja, ich auch. Let's hope that this snow will do the trick. Ich bin auch impressed. Aber sowas von. There you go. Sorry, Mr. Wilhelm. It's for your own good, I think. Und jetzt? Wir haben den Schnee, wir haben die Kirsche, wir haben den Vollmond. Oder muss ich den Vollmond draußen doch aufhängen? Probieren wir es einfach mal. Vielleicht muss der gar nicht blau sein, vielleicht muss der ja gelb sein. Dass es ein voller Mond gibt, ich Trottel. Okay. Warte mal. Okay, probieren wir mal gelb. What a fantastic full moon. I hope the game won't get wise to us.
Okay, we have all the ingredients. Why isn't anything happening? Look, it's starting! Watson, Mr. Wilhelm just exploded like a beached whale. Perhaps he was allergic to cherries. I'm finally free of that ridiculous sprite. This trip has been more difficult than imagined. Mr. Glitch! Game, you again? Did you from me? We were transported here by accident. We? No, it can't be true. You brought the user with you. You're such a pain in the neck. And you wonder why she left you. I won't let you speak of her! Anyways, I have to go. This isn't the dimension I was aiming for. So, good game. No! We have to follow him! But this painting just blotted away! And I feel like it's backwards. Are you talking about your trousers, my good man? How are we going to get past it? Tja, ich weiß nicht. Na, das ist ein Glitch, warte mal. Do not touch this piece of bug, user. Now the painting is the right way round. At least I think so. The passage is open again. Come, Holmes. Let's follow the rainbow ghost. Come then, Watson. It's probably just a large flying insect. So, if I understand right, some things seem to be affected by this bug fragment. It's like it reverses them or something. Who cares? Let's follow them. Where is the exit? I can feel it here. Take us home. But why, game? You're not happy here with your new NPCs? NPC? Oh, did not know that. Sorry, I meant new friends. Watson, stop conversing with this beast. You're making me uneasy. Their AI doesn't seem too great. Where are you trying to go, Mr. Glitch? To a place where I will be able to unleash my evil plan. What plan? The one that will let me... Hm? Kopierschutz? What did he say? A copy protection system right in the middle of a game? How barbaric! We're missing the explanation of his evil plan. Let's find the numbers we need fast, user. Und die wäre? I wonder if it's related to that strange disc on the monitor. Bitte Zahl angeben, die jeweils zum Bild gehören. Hä? Was soll das sein? Eine Zuckerstange? Ein Spazierstock? Was auch immer. Eine Bombe. Eine Bombe. Do you think this copy protection system really existed? I doubt it was effective. On the other hand, it must have been good for the photocopier market. Ich mach jetzt halt random. Irgendeine wird schon stimmen. Keine Ahnung. Na, warte mal, vielleicht muss ich da drauf drücken, wenn der Glitch kommt. Kann natürlich sein. Nee, that's auch nicht. Weird. The disk has numbers that cannot be entered. Ach so, ich bin so dumm zu den Bildern. If only natürlich. The system had asked us for other symbols. Warte mal. Oh, you will find a trick to get us out ja, of this. Ja, genau, das wollte ich. Okay, pass auf. Wir haben hier die Zuckerstange und wir haben die Bombe. Wo ist die Bombe? Hier. Also Arcade. Nee. Could this glitch fragment be of any use to us? Aber in welcher Reihenfolge? Wie rum muss das? Ach so, warte mal, ich muss das vielleicht so machen. Aber haben wir da eine 5? Nee, haben wir doch gar nicht. Okay, aber irgendwas hat das schon damit zu tun, denke ich mir mal.
Können wir den äußeren Ring auch drehen? Nee. 1, 5, 6. Oder können wir das hier verändern? Ah, wir können das einfach verändern. Ach so. Okay, okay. Ja, was wäre denn dann sinnvoll? Ist ja eigentlich wurscht, oder? Können wir nehmen, was wir wollen. Es muss nur ein dreistelliger Code sein mit Rot, Grün und Blau. Ich schreibe mir das mal auf. Rot, Grün und Blau. Zahl zwischen 1 und 4. Okay, Rot ist dann wahrscheinlich eine 3. Und 6 und 8 passt ja auch nicht. 5 und 1. Verändern sich die Zahlen, wenn ich hier was ändere? 1, 2, 3, 4, ne. Wieder dasselbe. Das ist eigentlich so, wie ich das gedacht habe, ne? Aber die 5 fehlt halt. Ich hab mir's gedacht. Wenn man die 2 rumdreht, sieht's aus wie eine 5. Okay. What an evil plan. Isn't it? Could you say that again? We got cut off. No. There, I just saw the exit, which means this is where we say goodbye. Farewell, game. Enjoy your new cardboard home. Farewell, Rainbow Butterfly. He disappeared into the ground. How will we be able to follow him? Let's have a look around this street scenery. Müssen wir jetzt den Kanaldeckel aufmachen oder what? Müssen wir hier noch was machen? Ah. Oh, mal, da glitscht's. Da glitscht's. Oops. I think you managed to... Oh, the ground is on there anymore. Where did the characters go? Tja. In die tiefen Weiten der Dimension des, keine Ahnung was. There's the exit. Sherlock, I'm going to fall. Hold on, Watson. The world is ending. Everything is fake. I am fake. London is probably on a fault line. I'm going to get us out of this mess. Ah, darn it. We can't leave them there like that. Let's try to get them to safety quickly before leaving.
Okay, wir können nochmal drehen. This manhole cover doesn't want to move. At least not from this side. Okay, wir können hier nichts tun. Wir gehen nochmal hier runter. Ach, guck mal hier, ja. Irgendwas ist es von der anderen Seite. Oh. Nee, das geht nicht. Ah, das geht. There you go. It wasn't that hard after all. We just opened the passage for you. Go ahead, Mr. Holmes. Jump! Absolutely not. I don't see anything to land in on the other side. Obviously, that would have been too easy. You just spoke to the ghost, Holmes. Do you believe me now? Not at all. I was thinking out loud. Okay, springt doch da rein. Ich da reinklitschen, oder? Was muss ich tun? Muss ich wirklich für euch einen Stecker ziehen? Sollen wir es einfach mal probieren? Okay. Scheint nicht zu funktionieren. Was sollen wir tun hier? Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe das Gespräch gar nicht richtig verfolgt gerade. Ich war gerade mit was anderem beschäftigt. Scheiße. Ich wüsste nicht, was ich hier machen soll. Ne? Bin ein bisschen gerade verzweifelt. Es funktioniert nichts. Egal, was ich mache, es geht nichts. Warum? Ist vielleicht doch noch irgendwo in den anderen Bildschirm. Da glitscht doch was. Aha. Okay. Aha. Aber was soll das jetzt? Das bringt mir doch nichts, oder? Bringt mir das was? There's something for you to land in on the other side. Ach so. Jump. Hold on, Watson. Alles We're going klar. To swing over to the hole. 3, 2, 1. Well done, Holmes. What an extraordinary leap. This bathtub just saved our lives. I didn't see much because of the screen interference, but the jump animation must have been amazing. Okay, user. Now that they're safe, we can leave. Goodbye, gentlemen. We apologize for the inconvenience. Let's go!